Hallo und willkommen zurück zu Sheltered. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser erstes Einsatzteam kommt gerade von draußen zurück und ja, soweit schon mal ganz gut. Natürlich werden sich die Herrschaften erstmal ausruhen und erfrischen müssen. Kleine Apotheke und ho. Das Rohr nehmen wir mit, den Nagel nehmen wir mit. Ich meine, wir haben schon 7 Erste-Hilfe-Kästen, aber hey. Solange wir nicht wissen, wofür wir das Glas brauchen. Die Batterie würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Antistrahlentabletten, Antibiotika nehmen wir mit. Teddybär nehmen wir definitiv mit. Wir haben 14 Holz. Wir haben 0 Entspannungsmittel. Wir haben 19 Leder. Wow. Dann lieber doch das Holz. Ich habe so das Gefühl, dass wir es gebrauchen können. Jemand an der Sprechanlage. Harold, ich möchte einen Deal aushandeln. Okay. Klar handeln wir was aus. Kommen wir noch auf 150. Wir brauchen wahrscheinlich nicht so viele Antibiotika. Mehr Kohle. Wie viele Sicherungen haben wir? 5. Wie viele Schalter? 8. Eimer haben wir per se eigentlich auch genug. Drähte haben wir. Schalter. Perfekt. Funkspruch abgeben für Händler. Und wir haben schwarzen Regen an der Oberfläche. Ist das nicht schön? Und seht euch all dieses Zeug an. Pistolen und Munition und... Wir haben ernsthaft wieder keinen Platz für Nahrung. Wir haben tatsächlich wieder keinen Platz für Nahrung. Aber wir müssen langsam eine neue Lagerkiste bauen. So, ihr seid kurz vorm Verhungern, aber trotzdem solltet ihr vorher erst Wasser trinken, weil der schwarze Regen wird uns... Oh, du hast eine Infektion, okay. Nimm Antibiotika. Genau, du... Okay, gehst erst schlafen, okay, wie immer du möchtest. Durchsuchen. Genau, da nimmst du dir Antibiotika. Und sagt dein Instinkt momentan nichts, ne? Okay, dann geh erstmal Fleisch essen. Was haben wir noch alles? Benzin. Kunststoff auf jeden Fall. Ja, nö. Gut, und sobald du da fertig bist... Diesmal hat der Regen aber auch ziemlich schleunigst aufgehört. So.
Objekt fertigen. Für ein bequemes Bett fehlen uns natürlich Nägel. Das sind 6 Nägel. Davon werden wir definitiv noch eine bauen. Verbraucht viel Wasser, ist immer eine schlechte Sache. Rohrbombe. Aber da, jetzt wissen wir, wofür wir Kordit brauchen. Mittleres Vorratsregal. Ich wäre eigentlich für die mittlere Kiste. Das wäre zwar auch interessant. Wie viel brauchen wir für das? Wie viel brauchen wir für dieses Bett? Auch 6 Nägel. Ja, es hängt momentan extrem an den Nägeln. Genau, du gehst jetzt erstmal schlafen. Noch mehr Nahrung, noch mehr Stoff. Tiere. Ja, anfangs hatten wir einen total kritischen Mangel an Nylon und jetzt können wir uns vor dem Zeug gar nicht mehr retten. Und keine Ahnung, wofür wir die Batterie momentan brauchen, also nehmen wir die erstmal nicht mit. Also langsam könnte uns wirklich mal wieder was in die Falle gehen, aber seht euch unsere Vorräte an. Noch mehr Nägel. Die nehme ich gerne. Braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht, braucht man nicht. Na, hätte ich eigentlich gerne, aber egal, braucht man nicht. Und sobald James damit fertig ist. Ein Blumenhändler kannst du auch durchsuchen. Und reparieren. Ich würde ihn eigentlich lieber erstmal was anderes machen lassen, aber. Oh, Messer, noch eine Zange. Wo sollen wir den ganzen guten Kram denn bloß unterbringen? Schalter braucht man momentan nicht. Ah, die Sachen möchte ich nicht wegwerfen. Das Messer ist definitiv was. Zangen haben wir 2. Giftet. Ja, nimm mal Antibiotika ein. Haben wir das eben versehentlich abgebrochen? Wobei, putzen kannst du mal sein lassen. Du kannst gleich, wenn du fertig bist, duschen gehen. So. Ja, dafür haben wir definitiv erstmal Bedarf. Noch mehr Nahrung und ei, ei, ei. Das Metall brauchen wir definitiv. Beute. Ja, wir kümmern uns gleich drum.
Ja, doch, ja, doch. Huhu. Nee, du kannst direkt mal hier oben bleiben. Ja, und du legst dich mal schön wieder hin. Sachen günstig loswerden auf jeden Fall. Und schöne Sachen hast du mitgebracht. Wollen wir so großzügig sein? Ja, ich hoffe mal, wir geben ihr das älteste Fleisch. Ein Nagel von Volzbrettus. Oh, Mist. Ja, es hat nur einen Handelswert von 2. So, dann. Hiervon können wir nichts mehr. Ich wäre durchaus gen. Wir können eine Kaffeemaschine herstellen. Drei Kunststoff fehlen uns noch für das Recycling-Dingen. Okay, also sparen wir Kunststoff. Spielzeugkiste. Haben wir jetzt auch wieder. Was braucht man eigentlich für die nächste Werkbank? Holz. Wir müssen dringend Holz mitbringen. Das heißt, die nächste Tour geht definitiv mal an einem Holzlager vorbei, weil dann können wir auf Stufe 4 aufrüsten. Ist das nicht unglaublich? Drei Nägel. Aber hierfür brauchen wir schon 5. Und wenn wir warten, kriegen wir zwar zusätzliche Nägel, verlieren aber die Nahrungsreserven wieder. Dilemma, Dilemma. Was die Kaffeemaschine angeht. 5 Wasser und einige Kaffeebohnen. Okay, ich glaube, das beantwortet schon mal, ob wir das machen wollen. Und die Antwort lautet, glaube ich, nein. Eine zusätzliche Lagerkiste. Für einen guten Ofen brauchen wir mehr Metall. Wir warten jetzt erstmal. Das wird zwar am Ende bedeuten, dass wir Vorräte verlieren, aber. Schutzraum umgestalten. Ach Mist, jetzt hat er alles wieder rückgängig gemacht. Gut, du bist fit. Wie sieht's mit dir aus? Du kannst mal einen Schluck Wasser trinken gehen und dafür gehst du jetzt erstmal ans Funkgerät und du kümmerst dich ums Umgestalten.
Irgendwie verwirrend. Bestätigen soll angeblich die Escape-Taste sein. Und die Flucht-Taste. Na, der klingt ja auf jeden Fall etwas freundlicher. Bist du verletzt? Blutest du? Ah, für jetzt. Stehe dir zur Seite. Sorry. Sorry, aber da können wir leider nichts tun. So, Holz, ja. Ah, so viele nützliche Sachen. Aber gerade die Medikamente will ich mitnehmen. Das Benzin selber ist auch unendlich viel wert. Metall brauchen wir auch. Wir brauchen eigentlich alles. Die brauchen wir nicht. Mal ganz sachlich betrachtet, wofür brauchen wir eine Tasche, die uns zwei Inventarslots gibt? Schon wieder. Nein. Aber er erholt sich langsam. Das ist ja schon mal etwas. Naja. Und der Rest vom Schützenfest kommt. Schutzraum umgestalten. Okay, Space-Taste ist bestätigen. Die Leertaste. So. Direkt Wahrnehmung noch ein bisschen hochgelevelt. Und genau drei Kunststoff passt ja perfekt. Und wir haben wieder keinen Platz für. Mittleres Vorratsregal. 10 Holz, 7 Nägel. Oder wir nehmen das für 5 Nägel, dann haben wir nämlich noch genügend für eine. Oh, haben wir dann noch genügend Holz? Nee, dann haben wir natürlich ein Holz zu wenig, aber Lagermöglichkeiten haben wir momentan genug. Wenn wir genügend Platz haben, könnten wir natürlich überlegen, eine von den kleinen Kisten zu zerlegen für die Materialien und dann eine große zu bauen. Ach, lass dich nicht so hängen. Zerlegen, in der Hoffnung, dass das mal kein Fehler ist. Antworten. Zuflucht. Deine Werte sind echt nicht schlecht. Ja, komm rein. Jemand mit solchen Werten können wir durchaus gebrauchen. So. Ah. Oh, schön, wir haben tatsächlich die vollen Materialien wieder bekommen. Du kannst schon mal anfangen, den Schutzraum zu reinigen und du baust uns jetzt. Perfekt.
Also hierfür brauchen wir definitiv mehr Holz, aber die anderen Materialien haben wir in reichlicher Menge. So, das Recycling-Dingen packen wir auch erstmal hier hin. Tag 53. Hey Scott, geht's dir wieder besser? Ja, ist immer noch vergiftet, aber er geht schon aufrechter. So, Schutzraum umgestalten. Die kommt auch hier hin. Und ja, okay, dieses Vorratsregal kann schon hier bleiben. Und wir haben immer noch genügend Platz für diese hier. Könnten das Ding hier runter verlegen? Beides eine Möglichkeit. Du bist schon wieder müde, dann kannst du gleich schlafen gehen. Wie sieht es mit dir aus? Du bist noch relativ fit. Du bist zwar vergiftet, aber eigentlich kotzt du uns bei jeder Gelegenheit die Wohnung voll. Also schicken wir gleich ein anderes Team los. Mal sehen, was könnten wir denn fertigen, was unserem Außenteam noch nützlich wäre? Hilft dabei, Orte auf der Welt zu entdecken. Zwei Rohre aber. Haben wir denn hier noch was? Tarnkleidung. Zwei Rohre. An Rohren haben wir momentan wieder so einen quasi Dauermangel. Komm, werd fertig. So, Scott. Und war das Betty? Ja, Diane und Martha sowieso nicht. Die sind nämlich gerade wieder gekommen. Und Francis, okay, es muss Betty sein. Gut, dann. Nee, lass mal. Das sind 40. Wenn ich die hier hinschicke, 43, 45. Bleiben uns 60 übrig. Das sollte fürs Erste reichen. Okay, bestätigen. Nein, Pistolen werdet ihr definitiv nicht mitnehmen. Soweit, so gut. Und sonst haben wir ja keine Ausrüstung für euch. Also, viel Spaß. Objekte recyceln. Wow. Das ist mal. Okay, das können wir nicht recyceln. Aha, aus einem Eimer. Okay. Kein Metall, schade. Nur zweimal Metall. Ja, so viele Glühbirnen brauchen wir nicht, aber Metall können wir gebrauchen.
Aus Seil können wir Nylon herstellen. Aus Schalter kriegen wir offensichtlich Kunststoff und Sicherungen. Okay. Die können wir auseinandernehmen, aber das möchte ich erstmal auch nicht, weil die benutzen wir erstmal für unser zweites Team. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, ich bin sicher. Genau. Regeneriert euch. Wow. Den können wir eigentlich hier hinräumen. Da kommen schon wieder Händler. Ah, Kraftstoff hinzufügen und reparieren, bitte. Amanda. Ins Geschäft kommen. Schauen wir mal. Will haben. Werden wir ruhig ein bisschen großkotzig. Hundertfünfzehn. So, perfekt. Ich finde, die sind vom Wert her noch viel zu niedrig angesetzt. Aber egal, es läuft. Es geht uns gut. So. Brauchen im Endeffekt. Okay, jetzt brauchen wir natürlich viel Holz fürs Aufrüsten. Ich hoffe mal, dass unsere Leute unterwegs jetzt eine Menge mitbringen. Nimm dir den Anzug und geh mal bitte auf eine Reparaturtour. So, du wirst direkt mal putzen, sobald du da fertig bist. Wir haben eh nur eine Dusche. Ein gefährlich aussehendes Tier versperrt uns den Weg. Dann werden wir, glaube ich, drumherum gehen. Ja, dieses Tier sieht gefährlich aus. Ja, es mag eine Niederlage sein, aber mehr Verletzungen möchte ich eigentlich nicht riskieren. Aus einem durchaus verständlichen Grund. Wir sind nicht unsterblich und wir haben gute Leute, die es lohnt, sich ja, am Leben zu halten. Ein Holzlager, natürlich sollt ihr euch da umsehen. Ah, schon wieder. Ist ja kaum zu glauben. Na gut, das Klingeln heißt natürlich,
dass wir wieder mit einer Episode fertig sind. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch kostet nichts. Wenn es nicht gefallen hat, Daumen runter kostet auch nichts. Fragen, Vorschläge, Anregungen, wie immer runter in die Kommentarsektion. Link zum Spiel gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn alles nichts hilft, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.